Neurodermitis und Schuppenflechte. Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken. Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Heute geht es bei uns um entzündliche Hauterkrankungen. Die häufigsten da sind ja die Schuppenflechte, also die Psoriasis, und die Neurodermitis. Sie kennen es vielleicht, die Haut juckt, sie brennt, sie schuppt, sie nässt vielleicht auch. Was kann man da tun? Therapie ist möglich, aber komplex. Bei mir ist Dr. Hanka Lantsch. Sie ist leitende Ärztin der Dermatologie und Allergologie an der Asklepios Nordseeklinik Westerland auf Sylt. Schön, dass Sie Zeit haben, Frau Dr. Lantsch. Vielen Dank für die Einladung. Sagen Sie uns, Neurodermitis und Schuppenflechte. Was sind denn da jetzt eigentlich die Unterschiede und was haben diese beiden Krankheiten gemeinsam? Ja, beides sind, die Neurodermitis und auch die Schuppenflechte, sind chronisch entzündliche Hauterkrankungen. Das heißt, chronische Erkrankungen, die leider nicht so einfach mal wieder weggehen, wie jetzt eine akute Hauterscheinung, wie zum Beispiel ein Sonnenbrand, der, wenn es ein leichter Sonnenbrand, nach ein paar Tagen meist dann doch wieder verschwunden ist. Nein, das sind leider chronische Erkrankungen, die uns über längere Zeit des Lebens begleiten. Und es sind entzündliche Hauterkrankungen, also die Haut ist entzündet. Das sind so die großen Gemeinsamkeiten dieser beiden Erkrankungen. Und woher kommen die? Erwirbt man sich die? Kommen die von innen oder durch irgendwas Äußeres? Also ein wichtiger Faktor ist die Genetik. Es ist häufig so, dass diese Erkrankungen vererbt werden. Wenn die Eltern davon betroffen sind oder andere Familienangehörige, dann steigt das Risiko, dass man selber diese Erkrankungen auch bekommt. Ich möchte jetzt keinem Angst machen. Es gibt auch immer Fälle, wo dann niemand weiteres in der Familie erkrankt ist. Aber es ist doch ein höheres Risiko, diese Erkrankung dann zu bekommen. Aber das variiert auch sehr, ob das dann nur eine leichte Form ist, wenn es überhaupt kommt, oder doch eine schwerere Form. Da gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Wenn jemand zu Ihnen kommt und Ihnen die Stellen zeigt oder eben auch Ihnen erzählt, was er so erlebt, wie unterscheiden Sie denn die beiden Krankheiten in der Diagnose? Ja, also die beiden Erkrankungen kann man relativ gut unterscheiden. Bei der Neurodermitis ist es so, dass die häufig schon im Säuglingsalter auftritt, dann auch im Kindesalter und im Erwachsenenalter immer weitergeht, wenn sie nicht, wie man so schön sagt, sich auswächst. Bei der Schuppenflechte ist das anders. Die beginnt meistens erst so im 20. Lebensjahr. Und es gibt sogar auch noch einen sogenannten Late Onset, also einen späten Zeitpunkt des Erkrankungsbeginns. Das ist erst um das 50. Lebensjahr herum. Von der Hauterscheinung ist es ganz typisch, dass bei der Neurodermitis die Beugeseiten, also zum Beispiel die Armbeugen oder auch die Kniekehlen, betroffen sind. Bei der Schuppenflechte sind hingegen die Streckseiten, also die Gelenke, von außen betroffen. Und das sieht man dann auch schön an den Armen und Beinen, wenn die Streckseiten betroffen sind. Und so kann man diese Erkrankungen auch nochmal klinisch gut unterscheiden. Ist dann manchmal auch die Kopfhaut betroffen? Ja, genau. Also bei der Neurodermitis ist es häufig im Säuglingsalter der sogenannte Milchschorf, der an sich für das Baby, für den Säugling keinen großen Krankheitswert hat. Die leiden da nicht sehr drunter. Es wird die Eltern mehr erschrecken zu sehen, wenn dann eben, wie angebrannte Milch sieht das aus, auf der Kopfhaut ist. Bei der Schuppenflechte gibt es auch die Form, die sogenannte Psoriasis capitis, also die Schuppenflechte der Kopfhaut. Und da leiden die Patienten häufig unter relativ dicken Hautkrusten, die an der Kopfhaut sind. Ja, ich habe gehört, eine von den beiden Krankheiten ist auch noch mit ganz anderen Sachen verbunden, also zum Beispiel mit Herz-Kreislauf-Problemen. Ich habe gehört, Verbindung zu Herzinfarkt auch oder zu Gelenkproblemen. Welche von den beiden? Genau, also kann natürlich beide sein, aber typischerweise ist es doch die Schuppenflechte, die mit dem metabolischen Syndrom einhergeht. Also es gibt einen höheren Zusammenhang von Patienten, die übergewichtig sind, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben, wie Sie auch schon gesagt haben. Auch die Zuckererkrankung, der Diabetes mellitus, hat eine höhere Prozentzahl bei Patienten mit Schuppenflechte.
und eben auch die Gelenkbeteiligung, die medizinisch genannte Psoriasis Arthropathie, also die Schuppenflechte mit Gelenkbeteiligung, wo die Patienten dann eben zusätzlich noch an den Gelenkschmerzen leiden. Wenn jetzt jemand mit so einem komplexen Symptombild zu Ihnen kommt, können Sie denn diese Begleiterscheinung, was jetzt so niedlich klingt, aber das sind ja doch eigentlich auch schwierige Dinge, können Sie die dann mitbehandeln oder geht es bei Ihnen nur um die Haut? Nein, also das Schöne ist, dass wir sowohl eine Akut- als auch eine Reha-Klinik haben. Und in unserer Akutklinik, da behandeln wir natürlich im ersten Sinne erstmal den Schub der Haut, der neue Schuppenflechteschub, die Entzündungen der Haut, die werden da intensiv behandelt durch die Lokaltherapie, durch die UV, also die Sonne, Sonnenbestrahlung und natürlich auch durch die Starksohle, also mehr Wasser mit zusätzlichem Salzbäder. Und das versuchen wir dann durch die Akutklinik zu behandeln. Und in der Reha-Klinik, da machen wir natürlich auch die Akutbehandlung der Schuppenflechte. Und zusätzlich werden unsere Patienten da aber auch noch weiter geschult. Also wenn zum Beispiel ein Übergewicht besteht, dann gibt es sowohl in der Akutklinik als auch in der Reha-Klinik die Möglichkeit, eine Reduktionskost zu wählen. Und in der Reha gibt es dann zusätzlich noch ein Gewichtsreduktionstraining, zudem Sportangebote, eben durch erhöhten Muskelaufbau und Konditionstraining, eben Fettzellen abzubauen und dadurch eben das Übergewicht zu senken und natürlich auch die Möglichkeiten, dass man doch weniger an Herz-Kreislauf-Erkrankungen erkrankt, dann ja, zu reduzieren. Genau, weil ja Reha, auch deshalb, weil das ja wahrscheinlich mit bestimmten Berufsbildern zu tun hat, die diese, die Neurodermitis oder eben auch die Psoriasis fördern, oder? Ja, also das gibt natürlich gerade bei der Neurodermitis, wo die Haut auch nochmal gerade an den Händen sehr empfindlich ist, wie zum Beispiel, wenn Sie sehr viele hautbelastende Stoffe, mit denen täglich zu tun haben. Das kann zum Beispiel, wenn Sie in der Pflege tätig sind, im medizinischen Bereich, dann auch im Friseurhandwerk oder im sonstigem Handwerk, dann in der Chemiebranche, ganz genau, dann kann es natürlich sein, dass die Hauterkrankung sich verschlechtert und dadurch können Sie natürlich von der Reha insbesondere nochmal profitieren. Mhm. Wir stellen dann auch spezielle Hautschutzpläne für unsere Patienten, schulen sie auch nochmal einhergehend und bieten auch Handschuhseminare an, um den geeigneten Handschuh für die spezielle Berufstätigkeit zu finden, auch für den Haushalt. Und da werden ganz gute Sachen eben auch durchgeführt. Mhm. Gut, aber jetzt sind wir ja erst noch bei der Diagnose. Also erstmal zu unterscheiden, welche von den beiden Erkrankungen ist es denn nun eigentlich? Außerdem ist es ja, glaube ich, sehr unterschiedlich von Patient zu Patient, worauf er wirklich reagiert, oder? Finden Sie sowas denn auch heraus? Also was sozusagen die Trigger sind, die sowas auslösen? Genau, also das ist gerade bei der allergologischen Komponente, machen wir natürlich auch Allergietests. Da gibt es die Typ-1-Sensibilisierung, die werden zum Beispiel über einen Pricktest am Unterarm getestet oder auch über das Blut. Und dann gibt es natürlich noch den Epikutantest, der wird am Rücken durchgeführt und da werden die speziellen Allergene dann für mehrere Tage auf den Rücken aufgeklebt und dann erfolgen die Ablesungen. Aber wir schauen natürlich unseren Patienten ganzheitlich an, führen nochmal eine genaue Anamnese durch, ob vielleicht Medikamente, die auch mal eine Erkrankung verstärken oder verursachen können, ein Triggerfaktor sind und verschiedene Belastungssituationen, die auch nochmal die Hauterkrankung verstärken können. Auch auf solche Dinge gehen wir natürlich ein. Auch auf die Ernährung? Ja, Ernährung ist immer ein großes Thema. Das wird immer viel diskutiert in den Medien. Ernährung hat natürlich auch seinen Stellenwert. Man muss nur aufpassen. Gerade wenn man jetzt an Neurodermitis erkrankt ist und zusätzlich noch eine Allergie beispielsweise gegen Äpfel hat, einen Apfel isst und dann wirklich die Mundschleimhaut anschwillt, dann sollte man den Apfel wirklich meiden. Ansonsten sollte man sich auch nicht zu sehr einschränken, dass man zu viele Sachen meidet. Das senkt die Lebensqualität und zum Teil auch das soziale Umfeld, wenn man sich nicht mehr traut, irgendwo anders essen zu gehen. Und was man bei Neurodermitis sagen kann, ist, dass einige Patienten davon profitieren, wenn sie Zitrusfrüchte weglassen. Aha. Und was ist mit sogenannten Giften eigentlich, also Alkohol und Tabak? Ja, Alkohol und Tabak ist natürlich nicht gerade förderlich für beide Erkrankungen. Das sagt ja jeder Arzt. Ja, das sagt jeder Arzt. Es scheint dann wohl auch was Wahres dabei zu sein. Man weiß eben gerade bei der Schuppenflechte, dass höhere Mengen Alkohol
die Erkrankung triggert. Mir ist einfach wichtig, dass die Patienten ihre Lebensqualität haben. Ich möchte jetzt kein komplettes Alkoholverbot aussprechen, aber wenn man das alles in Maßen macht, dann profitiert man insgesamt gesundheitlich und natürlich die Haut auch noch davon. Ja, gut. Lassen Sie uns über Therapiemöglichkeiten sprechen. Also wenn viele hoffen, ja, okay, ich stelle meine Ernährung um, dann ist das Problem erledigt, aber es ist eben nicht in vielen Fällen so. Und Sie hatten ja schon angedeutet, es hat was zu tun mit UV-Bestrahlung, mit Sonnenlicht. Welche Möglichkeiten haben Sie, Ihren Patienten zu helfen? Genau, also UV-Therapie ist ein ganz großer Faktor, denn durch die Sonnenbestrahlung, und wir erzeugen natürlich dann auch das künstliche UV-Licht, auch gerade in den Wintermonaten, weiß man eben, dass gerade beide Erkrankungen, Neurodermitis und Schuppenflechte, gut davon profitieren. Und dann haben wir auf Sylt etwas ganz Besonderes. Wir haben nämlich eine hauseigene Therapiedüne. Zwischen der Klinik und dem Strand ist eine Düne. Und wer die Insel kennt, weiß, auf Sylt ist Dünenschutz. Man darf die Dünen nicht betreten. Aber wir haben da einen abgezäunten Bereich, der ist auch relativ groß, einen Männer- und einen Damenteil. Und da dürfen die Patienten sich sonnen. Da gibt es einen Dünenpass, denn nur mit dem Dünenpass darf man auf die Düne gehen. Also darf da natürlich nicht jeder herumspazieren. Und da gibt es auch Kuhlen, weil es ja oft sehr windig ist, dass man nicht den ganzen Wind abbekommt. Und da können sich die Patienten gerade in den Sommermonaten sonnen. Im Winter müssen wir es leider zumachen, weil da einfach die Sonnenstrahldauer zu gering ist. Geht es nur um die Sonne oder geht es auch um Feuchtigkeit in der Luft und Salz in der Luft? Genau, das ist natürlich ein positiver Nebeneffekt, den man bei uns in der Klinik bekommt. Das gesundheitsfördernde Seeklima, das fördert natürlich durch die salzhaltige Luft mit den Aerosolen, und auch der Allergenarmut ist besonders gut für die Haut und die Atemwege und das stärkt letztlich auch noch das Immunsystem. Ja, kommen Sie denn bei der Therapie um Medikamente herum? Da gucken wir immer, wir machen da Einzelfallentscheidungen. Wenn es jetzt nur eine leichtere Form ist, dann kommen wir häufig mit der Lokaltherapie, also der UV-Therapie und intensiven Cremen und Salben. Also das ist ganz wichtig, dass die Patienten sich regelmäßig eincremen und natürlich auch noch den Meerwasseranwendungen. Und wenn es dann nur eine leichte Form ist und man keine Systemtherapie benötigt, dann besprechen wir das so mit den Patienten und dann stellen wir das zurück. Aber bei schwereren Formen, wenn wir merken, nee, da kommen wir nicht mehr zurecht, dann leiten wir natürlich auch Systemtherapien ein. Das heißt, was ist eine Systemtherapie? Eine Systemtherapie, das sind zum Beispiel Tabletten oder auch Spritzen. Und wir machen natürlich die ganzen Voruntersuchungen, die nötig sind. Zum Teil sind es nur Blutentnahmen. Manchmal muss man auch noch aufwendigere Untersuchungen machen. Aber das führen wir auch alles bei uns in der Klinik durch. Beraten den Patienten, klären ihn auf über die Wirkung der Therapie, über die Nebenwirkungen, was er beachten muss, wenn er dann noch regelmäßig zur Laborkontrolle gehen muss und was da alles noch dazukommt. Und dann leiten wir eben auch diese Tablette oder Spritze oder wie auch immer bei uns in der Klinik ein. Und zusätzlich ist es doch wichtig, dass man auch noch die Lokaltherapie, also die Pflege, weiterhin durchführt. Ja, viele Menschen haben ja Angst vor Cortison. Kommt man drum rum? Ja, Cortison wird immer positiv und negativ bewertet. Das Gute am Cortison ist, es ist stark entzündungshemmend und auch juckreizlindernd. Und wenn wir weniger Entzündung haben, geht es natürlich auch mit weniger Juckreiz einher. Und das ist natürlich ein sehr schöner Nebeneffekt der Erkrankung. Und wichtig ist, dass man das Cortison wohl dosiert verwendet. Und man muss auch ganz wichtig den Patienten sagen, dass wenn man das Cortison zum Beispiel nur an der Haut verwenden, dann muss er keine Angst haben, dass er dadurch zunimmt. Wenn man Cortison jetzt über eine längere Zeit als Tabletten oder auch als Spritze verwendet, dann kann es schon sein, wenn man das in hoher Dosierung und wie gesagt über längere Zeit, dass man da Wasser einlagert und dass man zunimmt. Und davor haben natürlich viele Angst. Aber auch auf der Haut muss man es auch bewusst wählen. Man darf es nicht zu lange geben, denn dann kann sich die Haut verdünnen. Und durch die sogenannte Atrophie, also die Verdünnung der Haut, kann es natürlich dann auch zu weiteren Problemen führen. Was sind denn sozusagen die schärfsten Geschütze, die sich auffahren gegen diese beiden Krankheiten?
Genau, also die schärfsten Geschütze wären natürlich dann doch die Systemmedikation, ja, also Tabletten oder Spritzen, weil es da natürlich tendenziell mehr Nebenwirkungen gibt, als wenn man nur die Lokaltherapie macht. Ja, von außen. Ja, genau, von außen die topische Therapie. Ja. Aber wenn der Patient so schwer erkrankt ist, dann sind wir natürlich so dankbar, dass wir diese Systemmedikamente, also Tabletten und Spritzen haben, um dem Patienten dann auch weiterhelfen zu können. Wie lange ist denn der Patient im Schnitt bei Ihnen? Also im Akutaufenthalt kommt es drauf an. Je nach Hautbefund entscheiden wir dann von Tag zu Tag, wie lange der Patient noch voraussichtlich bei uns bleibt. Und in der Reha sind es immer mindestens 3 Wochen. Mhm. Und je nachdem kann man auch mal gucken, wenn die Haut noch stark betroffen ist, ob man noch eine weitere Verlängerungswoche oder noch ein paar Tage dranhängen kann. Mhm. Eins würde mich noch interessieren, das sind alternative Heilmethoden. Wir haben ja über Ernährung gesprochen und eben ja auch über viele Dinge von außen, Sonne, Salz, Solebäder und so weiter. Was ist zu halten von alternativen Methoden, zum Beispiel Schlangengift bei Neurodermitis? Wie ist das so? Ja, also das ist immer schwierig zu sehen. Wissenschaftlich sind die Daten da eher wenig vorhanden. Also wir orientieren uns auch naturheilkundlich, aber insbesondere an dem tollen Sonnenlicht, an der Allergenarmut und natürlich am Meerwasser, das wirklich direkt vor der Tür ist. Und unsere Patienten bekommen auch das Meerwasser, auch in den Wintermonaten als Dusche oder als Bäder eben erwärmt. Und dadurch nutzen wir lieber diese Naturheilmethoden. Ja, okay. Schön. Vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!